Ich bin Nadi und ich mache mir da keine Illusion. Ich bin Deutsch-Türke, die dritte Generation. Man sollte irgendwie inzwischen einfach Deutscher denken, aber die Hoffnung darauf kann man sich wohl schenken. Die Türkei ist für mich vor allem Urlaubsland. Meine Erinnerungen zeigen mich als kleines Kind am Strand. Mein Zuhause ist hier, wo soll es auch sonst sein? Aber ich fühle mich manchmal, als würde ich nicht willkommen sein. Bei der WM hab ich zwei Mannschaften, einen Kopf, einem Herz. Bei der einen ist am meisten eher so ein leichter Schmerz. Die Jungs sind zu emotional, da fehlt die Struktur. Das können wir Deutschen ja, wenn nur nicht manchmal so stur. Ich mag dies Land trotzdem und ich kann dich nicht verstehen, wie manche Freunde hier frei leben und all die Vorteile sehen. Aber zurück in der Türkei, ein verdammten Despoten wählen. Ich bin das Volk, aber Volk, was ist das eigentlich? Steht das manchmal morgens auf und trägt mein Gesicht? Ist es Herkunft, Gegenwart oder Zugehörigkeit? Ist Gemeinde oder Vereinsam? Ist es vielleicht ein Wettstreit, welcher Teil vom Volk bestimmt, wer Teil ist? Oder fühlst du, dass du Teil von einem Volk bist? Ich weiß nicht, was ich fühle und frage mich, ist das wichtig? Denn wer mit das Volk beginnt, endet selten richtig. Ich bin Konstantin Kurz-Kosti, aber du kannst auch Konsti sagen. Dann spart man sich gleich am Anfang die blöden Fragen. In Russland waren wir die Deutschen, in Fechter nur die Russen. Hinter unserem Rücken hörte man das Tuscheln in den Bussen. Ich lebe aber schon lange in Berlin, also scheiß was drauf. Ich bin Künstler, mach bald eine neue Ausstellung auf. Ehrlich gesagt habe ich lang keinen Gedanken an Russland verschwandet. Man sieht von den News an den Zeigefingern, Putin wendet aber großes Kino, wie jetzt die AfD, den plötzlich liebt, ach leck mich. Ist ein scheiß Diktator, warum fragst du eigentlich? Wer russisches Staatsfernsehen in Deutschland schaut, muss ihn nicht wundern, wenn am Ende an irgendeine Scheiße glaubt. Ich muss jetzt los, meine Freundin wartet wohl noch bei Freunden rum. Mach's gut und geh mal dran, wenn ich selber häng, bleib meistens stumm. Altes russisches Sprichwort, na hast mir geglaubt, war aber Blödsinn natürlich so tschüssi und wer kann schon aus seiner Haut? Ich bin das Volk, aber Volk, was ist das eigentlich? Steht das manchmal morgens auf und trägt mein Gesicht? Ist es Herkunft, Gegenwart oder Zugehörigkeit? Ist gemein oder viel vereinsam? Ist vielleicht ein Wettstreit? Welcher Teil vom Volk bestimmt, wer Teil ist? Oder fühlst du, dass du Teil von einem Volk bist? Ich weiß nicht, was ich fühle und frag mich, ist das wichtig? Denn wer mit das Volk beginnt, endet selten richtig. Ich bin Jörn und frag mich grad, wird man Deutsch-Deutscher bei mir sagen? Stimmt aber auch nur zum Teil, hab nen italienischen Magen. Koch gern, back Pizza und irgendwann stell ich mir vor, zieh ich ans Mittelmeer. Das Wetter in Hamburg, Alter, manchmal kann ich nicht mehr. Der eine Hälfte der Familie stammt aus Nordfriesland von der See. Ich fühl mich immer so ruhig, wenn ich da am Deich längs geh. Die andere Hälfte ist aus dem Osten, geflohen nach dem Krieg. Aufgewachsen in Geestacht, was ich nicht besonders lieb. Ist okay, aber auch recht öde, da Hamburg ist schön, aber stressig irgendwie. Ich leb gern in Deutschland, aber es kostet auch viel Energie. Ist halt das Land der Arbeitsbienen und ich lieg da ein bisschen quer. Klar arbeite ich auch gern, aber dranbleiben fällt mir manchmal schwer. Wenn der Zug zu spät kommt, könnte ich vor Wut in den Bahnsteig beißen. Da fühlt man dann den Deutschen, man will, aber kann aber nicht drauf scheißen. Und immer dieses Nazi-Ding, scheiß Hollywood-Film geht mir echt auf den Sack. Vor allem da, das mit Deutschland haut kaum mehr was zu tun hat. Also bis heute, jetzt haben wir auch wieder so stumpfe Pfosten. Im Westen nichts Neues, aber Neurechts im Osten. Ich bin das Volk, aber Volk, was ist das? Eigentlich steht das manchmal morgens auf und trägt mein Gesicht, ist es Herkunft, Gegenwart oder Zugehörigkeit? Ist gemeinsam oder viel vereinsam, ist vielleicht ein Wettstreit? Welcher Teil vom Volk bestimmt, wer Teil ist? Oder fühlst du, dass du Teil von einem Volk bist? Ich weiß nicht, was ich fühle und frag mich, ist das wichtig? Denn wer mit das Volk beginnt, endet selten richtig. Wäre ich hier geboren worden, wäre ich Deutscher. Und hier Schweizer. Oder andersrum.